Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jalopy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, nice money. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil wir haben schon 22 Uhr. Ich muss noch rendern, hochladen. Dann haben wir ungefähr 12 Uhr nachts und um 5 Uhr muss ich wieder raus. Ich muss noch ein bisschen entspannen. Also seid mir nicht böse, wenn die Aufnahme ein bisschen verkürzt sein sollte. Ich weiß ja selbst nicht, wie die Strecken aussehen. Aber wir schauen uns das mal an, würde ich mal sagen. Und bezüglich den Zigaretten, die wir hier drin haben, die werden wir auf jeden Fall, denke ich mir mal, nicht verkaufen für 7 Dollar. Sehe ich nicht ein. Ah, fällt mir gerade ein, wir müssen noch Reifen wechseln etc. Also können wir auch eh nur eine kürzere Strecke wählen. So, holen wir uns das Ding mal schnell. Zack, zack. Mir fehlt ja immer noch irgendwie eine Briefmarke und ich habe noch keinen blassen Schimmer, woher wir die herbekommen sollen. Wenn nicht von dort. So, Tanke, wo bist du? Da hinten muss sie sein. Okay. Gut, mal ein bisschen Musik an. So, ja, da ist sie. Super duper. Wir müssen ja weiter zurück, also die Grenze können wir ignorieren, müssen wir also da lang weiterfahren. Okay, okay, okay. Dann müssen wir also reparieren jetzt und die Reifen austauschen. Wir gucken aber zuvor erstmal nach, was für Strecken uns angeboten werden. Die müssen sinnvollst zurückkehren. 350 Kilometer mit einem Fragezeichen. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt und das ist auch ein guter Mittelweg. Dann würde ich sagen, holen wir das Ding. 350 Kilometer nach Dresden. Das ist so super duper. Dann müssen wir jetzt noch die Reifen wechseln und dann sind wir eigentlich gut dabei. Ja. Das ist so, denke ich mal, die Idee, die ich jetzt habe hier. Wagenheber bitte mal her. Dankeschön. Ich hatte übrigens heute schon eine Aufnahme gemacht. Ist mir leider abgeschmiert, kurz bevorm Ziel. Ich hatte, ich glaube, 12 Weinflaschen gefunden. Ich habe gedacht, ich heule gleich. Und was Coolste war, ich hatte einen richtig lustigen Bug gehabt, wenn ich so zwei Sachen in der Hand hatte, ging das so die ganze Zeit. Das war voll strange. Was meine Vermutung ist, ich hatte den Xbox-Controller noch angehabt von der letzten Aufnahme. Und dass sich das irgendwie nicht verträgt, warum auch immer. So, hier machen wir einen neuen Reifen dran, würde ich mal sagen. So, komm mal hier, ein gutes Stück. Ah ne, bist ja nicht neu, ein bisschen gebrauchter, aber komm, das sollte reichen, hoffe ich doch mal. Ja, mit zur Not haben wir noch so ein Reparaturkit dabei. Ja, haben wir noch. Sonst haben wir hier nichts mehr. Gut, wir könnten die Textilien verkaufen. Wie viel bist du wert, Wein? 33 Dollar. Das ist natürlich nicht schlecht, würde ich sagen. Aber ob es nicht besser geht? Ich weiß es gerade nicht. Wenn wir hier verkaufen sollen für 33. Wir behalten sie mal, weil wir müssen eh noch schmuggeln. Halspot-Mini. Wie viel Platz habe ich? Habe ich jetzt drei oder habe ich nur zwei in der Hand? Okay, super. Hat wunderbar gepasst. Wir müssen auf jeden Fall noch reparieren. Wie ich gerade gesehen habe, die ganze Scheibe ist kaputt. Hier könnten wir noch die neuen Reifen holen. Wir könnten uns Offroad holen. Aber wir holen uns Straßenreifen. Warum ich noch zwei davon? So. Die beiden Sachen verkaufen. Oh, 4,80 Dollar für zwei Textil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, 25, 20. 30. Hoppla. Oh, ich wollte, ich doch. Ach, verdammt, das Papier weggeschmissen. Mensch, ich wollte das Papier noch gar nicht wegschmeißen, verdammte Hacke. Naja, passiert. So, die beiden Reifen müssen wir holen. Müssen wir gerade mal schnell. Was ist denn hier ausverkauft? Zigaretten, Medizin. Leider haben wir keine Medizin. Schade. Hätte mich mal interessiert, wie viel Kohle mir für die wieder aussieht hier. So, Portemonnaie. Komm mal her, mein Gutster. Dann können wir in der Zeit das hier runterkurbeln und dann auf die andere Seite schon mal klatschen. Wir müssen das hier eh so oder so machen. Das da können wir wegtun. Brauchen wir jetzt nicht. Dann einmal bezahlen. So, her damit. Dann das Portemonnaie mit 932 kann weg. Zigaretten nehmen wir mit. Vielleicht finden wir ein besseres Angebot. Und dann müssen wir jetzt noch die Reifen hier austauschen. Dann sind wir tutti completo fertig. Hallo, könntest du bitte mal? Danke. So, Nummer 1. Zack, weg damit. Da bitte mal dran. Danke.
Und das da auch. Zack. Schwuppdiwupp. Einmal festgemacht und hier einmal festgenudelt. Hallo? Danke. Runter damit. Wupp. Rein damit. Zack. Ups, den Reifen wollte ich eigentlich irgendwo hin tun. Gut, den Deckel müssen wir noch aufmachen von der Haube. Wir müssen noch im Wagen ein bisschen putzen. Aber nicht viel. Obwohl, ja, komm, wir machen den mal komplett sauber. Kann nicht schaden. So, den greifen wir uns mal. Reparieren wir das mal. Das ist echt verdammt dürftig gewesen. Unser armes Mädchen. So. Repariert. Gut. Da mal drüber. Dann da mal drauf. Hier hast du noch 54%. Super duper. Und da nochmal drauf. Gut, da hätten wir das auch. Jo, dann müssen wir nur noch putzen und dann wären wir soweit. Wir machen mal den Wagen mal richtig schön sauber hier. Richtig Frühjahrsputz. Muss auch mal sein. Muss nicht immer die Natur machen, das können wir auch mal machen. Was ist da noch was kaputt? Ach, der eine Reifen ist auch nicht so ganz in Ordnung, glaube ich. Und deswegen ist noch die Macke dort zu sehen, oder? Glaub schon. Oder es sind die Dreckflecken nochmal. Ach, kann ich jetzt nicht sehen. Moment. Ach, keine Ahnung. Sehen wir gleich, wenn wir drin sind. Mensch, ich will den Schwamm haben, bitte. Danke. Frühjahrsputz. Frühjahrsputz muss mal sein. So, lalalala. Dann sind unser Wagen wieder rein. Ach, wie schön. Sieht bestimmt obla, schöner aus als vorher. Wenn wir fertig sind. Ja, dann ist die Tarnung auch weg. Sieht mich aus wie so ein, wie soll ich sagen, Wildnistarnung, so Afrika-like. Haben wir halt ein bisschen Tarnfarbe drauf gemacht auf unser Fahrzeug. Darf ja nicht von den Einheimischen direkt gesehen werden. Wenn wir hier die Ware schmuggeln. Ja, ja, ja. So, komm, ey, ich möchte das hier mal putzen. Dankeschön. So, ist die weiße Farbe, um ehrlich zu sein. Ach ja, mir hat ja mal jemand gesagt, man kann den Innenraum lackieren. Da bin ich mal gespannt. Da muss ich noch mal auch mal schauen, ob das irgendwie funktioniert. Und wir müssen auch Lager mal kaufen. Stimmt, da braucht man bestimmt auch noch Wort für. Aber erstmal müssen wir die Wirtschaft ankurbeln. Oh. Haben wir hier noch was? Da haben wir noch was? Da haben wir noch was gehabt? Sieht ihr mal. Gehen wir nochmal drüber. Und noch irgendwo was. Da haben wir wieder was gefunden. Ja. Siehst du mal. Man muss nur sorgsam das Fahrzeug durchklicken. Und es sieht... Oh, da haben wir noch was gefunden. Seht ihr mal. Das war's aber jetzt. So, dann ist der Wagen wieder mal tutti completo ready. Super duper. Und dann können wir direkt losheizen. Und Musik an, komm. So, wir müssen da lang. Oder? Moment, Sekunde mal. Ja, da lang müssen wir. Richtung Dresden. Das wäre die Richtung. Gut, arrivederci. Tschüss. Ach, wie schön. Sind wir wirklich auf den richtigen Weg? Warte mal. Mal gucken. Weil es wirkt für mich so, sag mal. Ja, wir müssen umdrehen. Wir müssen, glaube ich, drehen. Oh. Dann müssen wir durch mich hier links oder rechts rum. Oder geradeaus. Sehen wir jetzt gleich. So, da ist die Grenze. Das heißt, wir müssen da lang. Okay, da haben wir das doch. Haben wir sogar ein bisschen was gespart. Wir werden nicht beinahe immer rumgefahren. So, Leute, tschüss. Auf Wiedersehen. So, ist wie Brandenburger Tor, so vom Weiten. So. Hm? Besser nichts davon erwähnen. Lalalala. Ich war noch nie in Berlin. Aber, ja. Egal, da finden wir natürlich ein paar Säulen und so weiter. Ist ja logisch. Aber ich rede von der Masse, das sah halt so aus. 350 Kilometer mal zu fahren. Okay, dann wissen wir Bescheid. Übrigens, da habe ich gesehen, das sind ja voll die hinterhältigen Plätze gewesen bei den Kisten. Ich habe
bin ja dran vorbeigefahren, da war rechts versperrt. Aber obwohl es versperrt war, waren da Kisten versteckt. Ich habe gedacht, hey, hallo, wollt ihr mich veräppeln, liebe Entwickler? Aber so war es tatsächlich. Komm, zieh mal rüber Wagen. Hopp, hopp, hopp. Sehr schön die Kurve genommen, mein süßes Mädchen. Dankeschön. Übrigens, bezüglich dem Stream am Sonntag, es sieht sehr gut aus bisher. Dann werden wir mal Summercar streamen. Die Frage ist jetzt nur, um wie viel Uhr sollen wir denn beginnen und wie viele Stunden wir das machen sollten. Da haben wir so einen Übeltäter bestimmt, oder? Ja, da ist eine Kiste, ich hab's doch geahnt. Davon habe ich gesprochen. Da würde ich mal überlegen, ob wir da eine Umfrage machen oder sowas. Ich weiß es auch nicht so genau. Eigentlich wollte ich mich eine Umfrage starten bezüglich den Längen. Aber ich denke mal, so wie ich das zur Zeit rausbringe, abends mal 20, abends mal länger, ist, denke ich, mal in Ordnung. Also müssten wir jetzt mal wissen, wie viel wir anfangen sollten. Aber da eine Umfrage zu starten, wäre ein bisschen blöd. Wenn dann 24 Möglichkeiten, das wäre ein bisschen viel. Na gut, sagen wir mal 12 Möglichkeiten. Aber trotzdem, es wird zu viel. Müssen wir mal schauen. Oh, Medics. Okay. Medics, ja, ist in Ordnung. So ein Kasten war es übrigens mit 9 Weinflaschen auf einen Klatscher. Da habe ich auch gedacht, alter Walter. Gut, hier ist keine Kiste mehr. So, ich zoome immer ran, damit ich schon 100% sicher gehen kann. Ich bin hier ein kleiner Blindfisch. Dumm, 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 dumm. Auch hier machen wir mal Licht an. Ja, ordnungsgemäß bei Dämmerung. Machen wir mal das Licht an. Bezüglich My Summer Car, wollte ich mal wissen, ist da irgendwie ein Plan dahinter? Also, soll da eine Lebenssimulation draus gemacht werden? Oder soll daraus gemacht werden? Also kann man auch irgendwie jetzt schon an Altersschwäche sterben oder nur durch die Unfälle? Also, wenn ihr ein paar Informationen diesbezüglich mir geben könntet, würde mir das sehr gut tun. Weil, dann bin ich wenigstens ein bisschen besser informiert. Sollen wir mal hier rüberfahren oder gerade... Ach komm, bleiben wir auf der Straße. Wir haben Straßenreifen drauf und bleiben hier mal hier. Ich bin in letzter Zeit so oft Offroad gefahren, denke ich mal, passt das. Ja, und dass ich halt mal ein bisschen vorinformiert bin. Wäre halt super duper. Ich schaue mir zwar ab und zu mal die Updates an, aber ich bin mir halt immer noch so ganz sicher, was daraus werden soll eigentlich. Ich würde gerne wissen, wo die Straße ist. Da ist sie. Okay, danke schön. Oh Mann, bei dem Nebel werden bestimmt einige Kisten übersehen. Mit Sicherheit, Leute. Da bin ich mir 100% sicher. Da ist ein Haar! Ich habe eine Kiste nicht übersehen, Alter. Ich bin gut. Edit. Nutzt sich keine, oder? Gut. Bestimmt ein edler goldener Tropfen. Gucken, was das ist. Und Tabak. Nice. Das krallen wir uns doch gerne. Tabakko. Wie viel wert bist du eigentlich? 7,40 $. Und du bist auf 5 Dollar. Das sind wirklich 5 Dollar. Sorry, dass ich irgendwie im Mikrofon gekommen bin. Alter, ich kann es nicht fassen. 5,07 $ aus dem Mann. Oh Mann, Kippen sind echt billig in Deutschland geworden. Müssen wir mal irgendwie einen Ort finden, wo wir diesen Tabak gut verkaufen können, weil für 5,70 $, das sehe ich auf keinen Fall ein. No way. Dann müssen wir mal gucken, wo wir den losbekommen. Wie war mit den Medikamenten? So ein Tunnel, sage ich schon. Brücke hatten wir noch nie gehabt. Also das auch zum ersten Mal. Wieder mal ein Jubiläum. Und was haben wir hier? Ein düsterer Weg. Okay, den wollen wir jetzt nicht fahren. Wir wollen jetzt nicht den bösen, bösen Wolf erleben. Obwohl, Fragezeichen. Keine Ahnung, ich bleibe auf der Straße. Ich will jetzt nicht durch den dunklen Wald aller Rotkäppchen und den bösen Wolf treffen. Nee, nee, das wollen wir nicht. Oh, was ist denn das für ein lustiger Bug? Habt ihr das gesehen? Da kann man unter die Erde gucken, da, seht ihr? Da. Hi, der Baum steckt durch. Haha, erwischt, lieber Entwickler. Da, 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 da. Komm. Ja, danke. Ist ja der Einsatz.
Gut, warte, können wir weiterfahren hier? Juppa, rum da. Ja, meine Oma ist jetzt wieder zu Hause. Jetzt sind wir ja nach einem anderen Krankenhaus am Schauen, weil, ja, war ein Saftladen, ein richtiger Saftladen. Was sehe ich, sollte Sauerstoff bekommen nachts, hat sie gar nicht bekommen, dann, sollte sie einen Dings bekommen, ach, wie heißt es nochmal? Tropf. Ja, der ist seit 4 Tagen da am Hängen gewesen, hat keiner was dran gemacht, also nur so ein Kram. Jo, habe ich meine Oma, also meine Mutter, meine Oma rausgeholt. Wir suchen jetzt nach einem Spezialkrankenhaus. Mann, 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 ey. Kann doch nicht wahr sein, dass man das Gesetzliche so drunter leidet, ey, Leute. Oh, Kiste! Das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist uns unserem System geworden. Das geht echt gar nicht mehr. Wenn ich mal für meine Zähne bezahlen darf demnächst, ey, wird mir schon wieder übel, ey. Mann, 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 ey. Deutschland. Wird immer schlimmer. Oh, nice. Wie seid ihr wert? $23 nur noch. Das verkaufen wir woanders, glaube ich, oder? Was meint ihr? Ja, ich denke mal schon. Gibt es ja bessere Preise. Haben ja $12 mehr gehabt. Da müssten wir eigentlich nur einmal zurückfahren. Und mehr nicht. Hm. So, haben wir gute Requisiten haben wir da bekommen. Requisiten ist gut. Artikel zum Verkaufen. Das trifft es besser. Wo leuchten das Puppen ja eigentlich so? Ah, jetzt ist es weg. Okay. Halt. Nur normaler weg. Okay. Keine verschollene Kiste. Gut, haben wir schon mal eine Kiste gehabt, die zur Hälfte im Boden war. Ich passe jetzt ein bisschen mehr auf Kisten auf. Aber ich besehe trotzdem noch welche. Ich sehe es schon kommen. Was ich welche übersehen habe. Aber ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Es war mal weitaus schlimmer, wenn ihr euch mal die alten Folgen anseht. Ich denke mal, ich habe schon einen besseren Kistenblick bekommen mittlerweile. Jo, 17 Minuten. Jo, passt doch super duper von der Folge her. Nix. Okay. Darum. Man soll doch lenken, wenn man eine Kurve anfährt. Wäre voll und zu, Trixie. Komm, Mädchen, gib Gas. Hopp, hopp. Fahr mal ein wenig fixer. Dankeschön. Boah, bei Echo sind ja die Bagger jetzt rausgekommen. Ey, so geil mit dem Bagger. Wuh, geht voll weg. Echt geil, Leute. Und LKW. Oh, ist echt. Also, ich muss sagen, ich denke mir, das geht jetzt weitaus schneller alles. Aber ihr habt ja kein Interesse an Echo. Alter. Ich hätte mich gerne in Community-Welt aufgebaut. Das wäre so mein Wunsch gewesen. Du hast ja erstmal anfangen mit meiner Welt sozusagen, also mit dem Häuschen oder so, Stadtgebiet. Oder was wir gemeinsam anfangen, keine Ahnung. Irgendwas halt, was wir gemeinsam machen können. Das wäre cool. Ich habe jetzt wieder, gestern war das, da hatte ich voll Bock auf. Oh, wie heißt das Spiel nochmal? Oh Gott, wie hieß das nochmal? Das habe ich ein paar Mal gespielt, 2-3 Mal. Boah, muss ich mal nachgucken, wie das hieß. So, was ist denn hier? Wenn das will ich jetzt wissen. Wie hieß dieses Ding? Warte. Das will ich jetzt wissen. Kein Wunder, dass ich den Namen hier nicht gemerkt habe. Der heißt Ultimate Chicken Horse. Habe ich letzten, wollte ich in der letzten Runde spielen. Gestern wollte ich auch eine Aufnahme machen. Aber irgendwie waren keine Leute mehr da. Fand ich voll doof. Aber, ja. Konnte ich nichts machen. Ich konnte es auch nicht spielen, deswegen. So, was benötigst du denn hier? Eine Reparatur vielleicht? Oder was brauchst du? Na, es sieht eigentlich relativ gut aus alles. Bis auf den Ladezustand. Okay, dann kommst du mal weg. Mr. Defectus. Jetzt machen wir mal eine Zwangsstopp. Ach ja, stimmt, ist ja nur die Zündung. Hallo? Willst du mich veräppeln? Wieso gehst du denn dran? Du bist ja 0, gell? Ne, minus 54. Oh, abgemacht. Warte mal, muss ich vielleicht stoppen? Ne, kann ich nicht.
Hey, kann ich da anlegen? Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird wieder dieser typische Bug sein. Der geht. Der geht wieder nicht. Ja, ich hab's geahnt. Ich mache mal Motor aus, aber das hat nichts damit zu tun. So. Auch interessant, wie der Motor auf dem Hochgedreht ist, nachdem ich die Handbremse gezogen habe. Nein. Ups, ja. Aber seht ihr, was ich meine? Es geht nicht. Der geht. Wie seid ihr jetzt plus 4 im... Wie seid ihr... Ach du Jemini, ich muss das Ding in der Hand haben. Was ist denn das für ein Schmodder? Oh mein Gott. Ich sag mal nichts dazu, Jalopy. So, wie sieht's hier aus? Nix, nix, nix. Das ist aber langweilig. Nix, nix, nix. Ah, oh, da haben wir was. Super. Was ist denn Verkaufswert? $17. Ja, besser als gar nichts. Nehmen wir mal mit. Und noch was im Angebot für uns. Zum Mitnehmen. Eine Waschmaschine. Komm, wir holen die Waschmaschine mit. Ja, das war... Ah, oh, das Ding noch. Das lohnt sich fast gar nicht. $7. Hm. Naja, besser als gar nichts. Würde ich mal sagen, oder? Stimmt, ihr seht das genauso. So, hier ist mir nix. Okay, gucken wir nochmal durch, damit ich ja nichts übersehen habe hier. Scheint aber nicht so der Fall zu sein. Gucken wir mal hier nochmal. Da ist auch nix. Gut, gut, gut. Das ist auch gähnende Leere. Gut, da haben wir alles. Dann auf Gepäckträger, zack. Hallo, bitte mal drauf machen. Oh. Ah, das passt da nicht mehr hin, okay. Das passt auch nicht mehr da. Wollte ich mich natzen. Warte mal. So. Und jetzt passt das da jetzt rein, oder? Ja, wunderbar. Stapeltrixi ist unterwegs wieder. Halt, die brauchen die Batterie noch, sonst funktioniert hier gar nichts. Habe ich die schon reingetan? Nee. Das wieder. Na. Das Blöde drauf. Und das tun wir auch wieder rein. Wir wollen ja nur mal Ordnung lassen hier. Hätten wir reparieren können, aber komm. Ist Metzel Latte Macchiato. Wir sind ja fast da. Motor an. Und Musik an. Und Licht an. Und dann Bremse und los. Kommen wir schön elegant rückwärts hier drüber. Na gut. Elegant ist was anderes. Oh Gott. So, und jetzt hier lang, weiter. Ich hoffe, wir fahren in die richtige Richtung. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Na, ah, 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 ah. Zu Glück, Trixi. Gott sei Dank, habe ich aufs Schild geguckt. Tuk, tuk, tuk. Wunderbar, Trixi hat nachgedacht. Haha, vorher wäre ich mich rückwärts wieder zurückgefahren. Rückwärts, genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, 10:30 schon, Leute. Es wird Zeit, ich feiern mache. Ich muss noch rennen und hochladen. Alter Walter. Soll ich das alles schaffen? Verdammt. Lustige Sache. Ach, und essen muss ich auch noch was. Eieieiei. Stress, Stress, Stress. Nimm ich das mal. Tja, wie nennen wir die Folge überhaupt? Hm. Hinterhältige Kisten. Genau, so nennen wir das. Hinterhältige Kisten. Dum, 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 dum. Also mit Descenders, was daraus geworden ist, muss ich sagen, ist auch recht interessant. Das ebenfalls. Hätte ich mal übersehen, Leute. Ernsthaft. Ich sag mal nichts dazu. So, was haben wir hier drin? Nix. Das war langweilig. Der hätte mir einmal Tabakko. Was haben wir hier noch? Das lohnt sich mehr, das lohnt sich mehr. Da hol ich doch lieber das mit. Moment mal, 12%. Der Reifen haben wir auch noch. Wie viel machst du? Wie viel Kohle? $9. Na gut, das lohnt sich nicht.
Kriegen wir die Chemien runter? Bist du denn besser als unserer? Mal gucken kurz. Abgesehen davon, dass er ziemlich kaputt ist. Da wäre das ja. Mal gucken. Macht man mal auch als hier aus. So. Da gucken wir mal nach dem Filter. Das ist nicht der Filter, oder was? Plus 3. Okay, und der andere hat. Auch plus 3. Ja, welches ist denn jetzt besser hier von denen? Ich sehe keinen Unterschied, um ehrlich zu sein. Plus 2 Kilo, Moment mal. Könnte das das Gewicht sein? Ne, ist auch gleich. Ich sehe da keinen Unterschied, Leute. Ich habe keine Ahnung. Den Reifen kriegen wir auf jeden Fall noch unter. Das ist kein Problem, aber das ist ein Problem, was wir haben. Den bekommen wir nicht mehr unter. Moment mal, hab eine Idee. Machen wir mal den hier. Wie? Das geht auch nicht mehr. Ach, verdammt. Ich hab gedacht, wir können das irgendwie besser stapeln, aber leider nicht. Was, wenn ich das Ding weghole? Oh, passt das jetzt dann rein? Nee. Dann nehmen wir es auf den Schoß, würde ich sagen. Kennen wir ja. Die alte Methode von mir. Aber so. Dann machen wir Motor an. Handbremse los. Und das Teil holen. Zumachen. Losfahren. Musik noch anmachen. Und wunderbar. So. Machen wir dann auf Cheating hier. Oh nein. Warum? Warum so knapp vom Ziel? Ich hab gedacht, du hältst noch durch. Aber nein, du verlässt uns. Oh Mann. Blöder Reifen. Egal. Was haben wir denn jetzt Illegales eigentlich dabei? Hoffentlich kein Tabak, der illegal ist. Hier. Bitte, bitte, bitte. Tu mir den Gefallen, liebes Spiel. Wir könnten jetzt eigentlich nochmal reparieren, aber komm. Wir sind fast da. Sollten wir überleben. Heute wird mal eine längere Folge, die ich sehe. 28 Minuten. Lol, an die Weltfee. Wir sind noch nicht da. Ja. Haben wir wieder mal ein bisschen längere Folge. Ist auch mal nicht schlecht, oder? Hat da auch mal was. Halt, stopp. Was ist denn hier verboten? Medikamente. Die habe ich sogar dabei. Aber komm. Wir haben ja Glück. Vielleicht sagt ja keiner was. Okay, runterkurbel. Ne, bestechen will ich dich nicht. Das wollte ich gerne machen. Die Papiere dir geben. So. Komm, bitte, bitte, bitte. Nein! 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 Verdammt! Oh-oh. Oh-oh. 10! 100 Dollar! Shit! Ist bezahlt? Darf ich fahren? Hallo? Ich würde gerne bezahlen! Hallo? Muss ich jetzt aussteigen oder was? Kann ich wohl nicht. Hallo, wie soll ich denn... Ich würde gerne bezahlen, aber ich kann nicht. Hallo. Och Mann, noch darf nicht wahr sein. Tja, Leute, was soll ich machen? Tja, was machen wir jetzt? Ich würde gerne aussteigen, aber ich kann nicht. Und bezahlen kann ich auch nicht. Mann, bitte, bitte, bitte. Ich will doch bezahlen irgendwie. Verdammte Hacke. Ich kann mir jetzt nicht nochmal eine Aufnahme leisten, Leute. Tut mir leid.
Müssen wir leider schon mal hier enden. Beenden. Ich weiß nicht, wo man die Strafe zahlen soll. Wenn ich nichts das wüsste. Ich hab uns immer hier beim Pförtner das bezahlt, aber irgendwie geht es nicht. Tja, dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Speichern und beenden. Gucken, was er sich gemerkt hat. Probieren es mal aus, gerade zusammen. Oh Mann, das ärgert mich gerade richtig. Wenigstens die Ware, bitte, dass ich noch habe. Das wäre wenigstens fair. Komm, bitte, 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 bitte. Haben wir wohl schon mal ein etwas chaotisches Ende diesmal. Na komm. Mach hin. So, dann krallen wir uns noch schon mal Kohle. Die krallen wir uns wenigstens noch, komm. Hier ist nix. Hier ist auch nix, okay. Da bin ich drin gewesen. Oh, lass mich jetzt auf hier. Die Zimmermädchen. Kann sie wenigstens schon mal direkt aufräumen hier. Yes, Geld. Yes, noch mehr Geld. Super duper. Könnte ich mir sehr gut gebrauchen für die Reparaturarbeiten. Die wir ja nicht verbrochen haben. Ja, Jellyby? Hoffentlich ist unser Medikament noch dran. Bitte, 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 bitte. Nein! Die Medikamente sind auch weg. Nein! Das kann nicht wahr sein. Verdammt. Naja. Okay, Leute. Wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da. Oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Euer Trixi. Ciao, ciao.